Herr Abgeordneter Stadler, am vergangenen Samstag hat der RECOS-Parteitag eine Liste von 42 Kandidaten aufgestellt für die EU-Wahlen. Können Sie uns Ihre Kandidaten, die mit Ihnen gemeinsam kandidieren, etwas erläutern? Wir haben die gesamte Liste voll bekommen. Das ist, zeigt schon ein gewisser Aufbruch im wertkonservativen Lager. Wir haben überhaupt keine Probleme gehabt, die Liste zu füllen. Ganz im Gegenteil, wir hatten sogar noch mehr Kandidaten als Listenplätze, die wir besetzen konnten. Wir haben die Liste mittlerweile auch schon bei der Wahlbehörde eingereicht. Wir sind also eine der ersten Parteien gewesen, die sich für diese EU-Wahl im Innenministerium angemeldet hat. Die Liste wird von mir angeführt als Spitzenkandidat. Hinter mir kandidiert ein Konsul des Außenministeriums, ein alter Freund von mir, Martin Thelen. Danach folgt eine sehr, sehr beeindruckende Mutter einer großen Kinderschar und die als Hausfrau auch noch Studien daneben gemacht hat, also erfolgreich studiert hat, stammt aus Mexiko, ist aber in Österreich vollkommen integriert, was natürlich aufgrund der gemeinsamen Glaubensauffassung natürlich auch kein Problem war. Und sie trägt einen großen Namen, das ist also die Frau Dr. Gabriela Giacchi Pallavicini, die mit einem Mann verheiratet ist, aus einer sehr, sehr alten, großen österreichischen Familie. Dann folgt der Bundesobmann der CPÖ, Dr. Rudolf Gehring, der mit mir gemeinsam diese RECOS-Partei gegründet hat, als Dach für alle kleinen christlichen Gruppierungen und wertkonservativen Gruppierungen. Und das soll auch ein Symbol sein, dass alle diese wertkonservativen Gruppierungen, insbesondere aus dem Lebensschutz, bei uns Heimat haben. Deswegen kommt auch schon als nächstes ein weiterer Vertreter der österreichischen Hocharistokratie, Ladislaus Edmund Batjani, ebenfalls eine sehr, sehr bekannte große Familie, gefolgt von Maria Fellner aus der Steiermark, ebenfalls Hausfrau und Mutter, und einem Vertreter jetzt einer neuen Gruppierung, die in Salzburg sehr erfolgreich bei der Gemeinderatswahl in die Stadtvertretung eingezogen ist, dem Robert Leidl. Dann zwei, Liste Salz. Von der Liste Salz, ja, die als einzige Bürgerinitiative bei dieser Wahl es geschafft hat, ein Mandat zu erreichen. Dann folgen zwei Lebensschützer, Norbert Steinacher aus Salzburg und Herr Magister Herbert Heisenberger aus Niederösterreich. Und schließlich ein Vertreter ebenfalls des Lebensschutzes und der christlich Wertkonservativen in Vorarlberg, Christoph Altern. Ich möchte mal nur die ersten 10 referieren. Ich könnte jetzt also stundenlang alle weiteren 32 Kandidaten noch referieren. Aber das ist so die Liste. Und die Liste ist damit ein Signal an die Wertkonservativen verschiedenen Gruppierungen, sich unter unserem Dach zusammenzufinden und die Chance zu nutzen, dass wir jetzt zeigen der österreichischen Öffentlichkeit, dass wir in der Lage sind, aus eigener Kraft Mandate zu erreichen. Die Zeichen bei den Konservativen stehen also auf Einigkeit. Die Liste Salz plakatierte Wehr dich in Salzburg. Sie plakatieren Wehrt euch. Haben Sie sich da im Vorfeld abgesprochen? Nein, haben wir nicht, aber es zeigt sich hier eine gewisse Übereinstimmung in der Auffassung, auch im Bürgerbild. Und das hat auch dazu geführt, dass wir uns relativ rasch eigentlich näher gekommen sind. Aber wie gesagt, das ist nur eine der vielen Gruppierungen. Ich möchte vor allem auf die Lebensschutzgruppierungen verweisen. Jugend für das Leben hat Kandidaten bei uns, dann auch die Gruppe rund um den Dietmar Fischer hat bei uns Kandidaten. Aus den unterschiedlichen Gruppierungen heraus sind bei uns auf der Kandidatenliste Vertreter vorhanden, als Signal der Einigung. Dieses Lager wird nie zu irgendeiner politischen Bedeutung kommen, wenn man sich weiter in Kleinstgruppen atomisiert, sondern nur dann, wenn man sich zusammenfindet und dann gemeinsam schaut, dass man politisches Gewicht entfaltet. Und das hat man. Derzeit hat der wertkonservative christliche Wähler keine politische Heimat mehr. Deswegen haben wir zum Beispiel auch freikirchliche Vertreter drauf auf der Liste, weil auch die keine politische Heimat haben. Und die ÖVP ist es nicht mehr. Spätestens seit diesen verrückten Aussagen des Landwirtschaftsministers Rupprechter, der ja noch ein Hoffnungsträger war, über das Adoptionsrecht für Homosexuelle, weiß jeder, dass die ÖVP eine libertäre Partei geworden ist, die austauschbar ist. Wenn die ÖVP morgen in die Parteizentrale der Roten einzieht, dann wird das 5 Jahre lang wahrscheinlich niemandem auffallen, weil sie mittlerweile so gleich gestrickt ist wie die Roten, dass hier einfach kein Unterschied mehr vorhanden ist. Die Neos nennen sich selber die bessere ÖVP, bezogen auf den liberalen Flügel der ÖVP. Sind die RECOS die bessere konservative ÖVP? Nein. Ja, ich habe
den Anspruch von vornherein gehabt, dass wir etwas Eigenständiges sind. Deswegen beziehen wir uns auch in unserem Präambel bereits auf unsere Verantwortung vor Gott und dem Nächsten. Das finden Sie bei keiner anderen Partei. Wir verweisen auf die Tradition, auf die Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen. Auch das finden Sie in keiner anderen Partei, die aus der Tradition schöpft und nachhaltig sich für die Erhaltung der Lebensgrundlagen für die nächste Generation und für die nächsten Generationen einsetzt. Auch unser Familienbild unterscheidet sich massiv von allen anderen Parteien, sodass wir nicht die bessere ÖVP sind. Wir sind auch nicht die bessere blaue Partei. Blau ist mittlerweile eine rote Partei geworden. Ich sage immer, da gilt die Formel, blau ist gleich rot minus grün, weil dort das Maß aller Dinge der Viktor-Adler-Markt geworden ist. Aber wir haben den Ehrgeiz, etwas Eigenständiges zu sein und einem eigenständigen, vorhandenen Wählerpotenzial eine politische Heimat bieten zu wollen. Und damit auch eine politische Repräsentanz in den Parlamenten. Denn unser Ziel ist es, das sage ich ganz offen, wenn wir es schaffen, das EU-Mandat zu erreichen, dass wir dann uns vorbereiten auf die Nationalratswahlen.